Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, im letzten Teil haben wir hier ein bisschen die Wand dekoriert und dort drüben glaube auch. Oder war das im vorletzten Teil? Weiß ich nicht mehr. Ja. Ich hoffe, ihr habt den letzten Teil gesehen oder die Teile davor. Falls nicht, guckt euch die bitte zuerst an. Denn ja, das ist wichtig. Damit ihr wisst, was wir gemacht haben. Weil das halt wichtig ist. So, ja, ich stand hier gerade ein bisschen rum, auch heute früh, und habe mal ein bisschen Geld gesammelt. Ich weiß, es ist, naja, es hat eine Weile gedauert, aber wir werden es eh schnell wieder ausgeben. Leider. Okay. Ja, ich hatte übrigens noch, hier heute früh den letzten Chefkoch, also Koch geholt. Kellner, naja. So, da war den nächsten Kellner, und das Geld schon gut runtergekommen. Okay, dann kaufen wir jetzt lieber mal schnell das. Okay, im Freien. Okay, das hier ist jetzt im Freien. 4 Platzblöcke im Freien hinzu. Okay. Was? Zweite Etage 8000. Oh Leute, das ist sehr teuer. Das ist wirklich extrem teuer, ne? Ich weiß nicht, ich habe ja jetzt schon 3000. Naja, es sind immerhin noch 5000. Achso, es reicht, ich muss übrigens nicht auf das Geld klicken, sondern einfach nur auf den Tisch. Ah, ich weiß nicht, schaffen wir das in diesem Video? Ich hoffe es mal. Okay, wo haben wir jetzt überhaupt das Restaurant erweitert? Hier nicht. Safe wieder nach hinten. Jawohl, da haben wir es wieder nach hinten. Ob mir das jetzt so passt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich darf jetzt das hier alles nach hinten schieben. Ach, Leute, mit der Lichterkette. Nee. Bei aller Liebe, das mache ich nicht. Das könnt ihr vergessen, da kommen Wände hin. Warte, habe ich noch nicht? Ich habe, glaube, keine Wände. Ich überlege gerade mal, was könnte ich denn da hinten hin machen? Warte, ich überlege mir das mal kurz. In der Zwischenzeit baue ich hier erstmal zu. Weil ich verschiebe jetzt hier nicht alles nochmal. Okay, das sollte fürs Erste passen. Jawohl. Was dann dort hinten hinkommt. Die Treppe, würde ich sagen. Ah, wir bauen dann dort hinten die Treppe hin. Achso, Mist, die Lampe hängt jetzt in der Luft. Da kommt ein Gang, da kommt so ein Durchgang. Ding hin, wie wir bei der Toilette auch hingesetzt haben. Dann sollte das auch passen. Ich habe hier doch. Ich hatte doch da platziert. Also, okay. Gut, dann schließen wir das mal. Ne, warte, ich brauche das ja nochmal. Was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Nehmen wir doch einfach das. Hier Wand mit Tür. Ich verschiebe das mal kurz, wartet. So, so. Bewegen, das kommt jetzt dahin. Was das auch? Ja.
Und dann müssen wir da jetzt natürlich noch ein bisschen Licht hinmachen. Ja, wobei damit warten wir mal noch. Okay, hier hinten kommt dann die Treppe nach oben hin, zur zweiten Etage. Da könnten wir jetzt eigentlich hier ein Bild hinhängen. Wollen wir das Bild wieder umhängen? Weil sonst sieht die Wand jetzt hier extrem kahl aus. Oder wir bauen. Nee, wir hängen das um. Oder, ich überlege noch. Ich überlege. Wir können jetzt erstmal eh kein Geld ausgeben. Weil wir sparen. Also von daher, wie viel Geld ist hier drin? Jawohl. Wir haben jetzt eh kein Geld großartig zur Verfügung, um jetzt was zu bauen, weil ich will halt die zweite Etage haben. Ab wann kann man sich überhaupt irgendwie, keine Ahnung, Auto kaufen? Nochmal Bau zu mehr Optionen. Prima. Special. War das hier? Nee, hier war es nicht. Okay. Ja, moin. Ich habe 500, Alter. Das überteuert. Hey, man könnte sich doch hier auch irgendwo ein Auto kaufen. Wo war das denn nochmal? Nee, da war es nicht. Okay, ich weiß es nicht mehr. Man konnte sich doch für Diamanten Autos kaufen. Das war hier doch irgendwo. Was ist das denn da unten? Ah, das ist das, okay. Baumodus kann es ja nicht sein. Hier! Jawohl, da war's. Ich würde sagen, alles ein bisschen. Ja, das ist vielleicht etwas teuer. Das können wir uns noch nicht leisten. Also gehen wir wieder. Okay, 7 Geld, jawohl. Ist jetzt nicht viel, aber besser als nichts. Da haben wir gleich 4000 voll. Oh. Okay, gibt es hier irgendwo Geld, was hier rumliegt? Nö. Okay. Gut. Hier Toilette passt auch wieder alles. Hier die Wand ist vielleicht etwas komisch, aber naja, kann ich auch nichts machen. So, dann kommt hier hinten der Durchgang, also der Gang nach oben. Ich würde sagen, den baue ich den hier hinten hin oder baue ich den mehr so hier vorne? Ich überlege mir das mal. Oh, da lag gerade viel Geld. Ich würde sagen, wir designen die Wand jetzt doch. Die Frage ist, vielen Dank dafür. Vor allem Ding, mein Restaurant läuft gut und dann, ja, gibt's Probleme mit dem Internet. Oh, nervt immer. Da läuft's Restaurant, alles voll mit Kunden und dann Internetverbindung gestoppt. Prima. Gut, dann baue ich jetzt das Bild doch wieder dahin, weil dann wird das so eine Art Bilderwand.
Na, das sollte dann auch passen. Bewegen. Jetzt sieht dort die Wand natürlich etwas leer aus. Aber das sollte uns nicht stören. Warte, wir können das hier eventuell irgendwo anders hin. Ich weiß leider nicht wo. Aber dorthin passt das nicht, weil das geht dort ja halt verloren, ne? Weil die Wand so weiß ist. Ich würde doch sagen, hängen wir es da hin. Sieht das. Ich weiß nicht, sieht das gut aus? Geht so. Okay, hier die Wand, ja, passt eigentlich. Die Frage ist jetzt, was machen wir bei der Wand? Lichterschilder Kunst. Was kann die Kunst denn noch? Ja, das nicht. Oh ja, das ist doch gut. Jawohl! Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Was hat's ge... 70. Okay, damit haben wir schon mal ein bisschen was. Den Treppengang werde ich dann auch noch verschönern, aber erst wenn die Treppe da ist. Die Frage ist, setzen wir die Treppe direkt hier vorne hin oder nach hinten? Ich bin eigentlich sogar für nach hinten. Wie groß ist denn die Treppe circa gewesen? Die war doch, glaube ich, bis hierher, oder? Ja, da setzen wir die nach hinten. Also natürlich mit ein bisschen Abstand, ne? Aber ich tendiere eher zu nach hinten, weil da passt halt besser, als wie wenn ich dann hier mitten im Raum so eine nervige Treppe habe. Das sind dann alle Tische gleich lang und der vorne und vorne ist halt, also hier vorne wäre dann, also ihr müsst euch vorstellen, dass hier wäre die zweite Etage, dann wären alle Tische gleich lang und vorne wäre dann halt ein Tisch, der nicht so lang ist. Ich darf mir dann ja auch noch was mit der Deko einfallen lassen, wird auch schön. Weil zu langsam, ich weiß echt. Ja. Ich habe einfach viel zu wenig Kunst. Also ich hätte dann vielleicht gerne was. Ist halt jetzt die Frage, was will ich bauen? Weil ich, hier unten habe ich es jetzt ein bisschen gemütlich. Also die Kronleuchter nehme ich dann auch oben. Vielleicht machen wir sogar eventuell das komplette Dach zu so einem Dachfenster. Oder nee, wir machen das ganz einfach. Weil mir fällt eh keine Dekoration mehr ein, weil ich schon alles hier unten habe. Das oben wird einfach nur eine Terrasse. Das wird einfach nur eine Dachterrasse, da kommen ein paar Mauern drum, wenn ich welche finde. Und dann haben wir da oben eine schöne Terrasse. Da ziehe ich dann nur noch den Schornstein nach oben. Zwischendurch stelle ich noch ein paar Feuerkörper auf. Und dann sollte das passen. Was ist überhaupt die... Eine 3,3, jawohl, sowas will ich doch sehen. Service ist extrem gut. Beliebtheit. Ja, Leute, Werbung können wir uns einfach kaufen, aber ja. Krieg ich gerade nicht so wirklich hin. Erfahrung. Warum ist die Erfahrung nicht so gut? Hängt die Erfahrung vielleicht doch mit besseren Möbeln zusammen? Das kann durchaus sein. Oder? Aber mit einer 2,8 kann ich schon leben. Das ist gut, glaube ich. Mit der Dachterrasse steigt das vielleicht noch ein bisschen. Essen ist halt schlecht, aber eventuell, wenn die Köche dann ne, immer weiter hochleveln, sollte das dann kein Problem sein. Ich glaube, dass das so ist. Die Frage ist, was brauche ich bis zu dem 5 Sternen?
Also Essen, also Erfahrung können wir komplett vergessen. Essen weiß ich nicht. Bei Design können wir ein bisschen noch was rausholen. Da werde ich mich dann bald drum kümmern. Da können wir dann hinten den Gang, da werden wir noch ein bisschen Kunst hinklatschen. Und ja, da passt das auch. Ich muss mir dann jetzt natürlich was einfallen lassen, ne? Wegen den Teilen hier. Da werde ich dann vielleicht doch nicht so eine lange Reihe machen, sondern was wäre denn jetzt genial? Also, wenn ich jetzt hier vielleicht einen Tisch drumrum mache und dann da sich welche dran setzen. Die Idee gefällt mir eigentlich. Genauso machen wir's. Ja, die Idee finde ich gut. Da muss ich natürlich noch ein bisschen mit Design punkten. Ah, hier hinten die Wände sind vielleicht noch ein bisschen kahl. Hier könnte man noch ein Schild hin machen. So nach dem Motto, hier geht's hoch. Hier die Wand natürlich voll mit Kunst und so. Hier würde ich ehrlich gesagt nicht mal viel machen. Pflanzen. Auf die Dachterrasse müssen wir an die Ränder. Da müssen Pflanzen hin. Genau. Vergiss das mit den Zäunen. Da oben kommen Pflanzen als Rand hin. Und dann haben wir hoffentlich hier volle Punktzahl. Und bei Service, bei Beliebtheit muss ich halt auch noch was rausholen. Eventuell steigt dann Erfahrung. Bei Essen, ja, weiß ich jetzt leider nicht, ne? Da kann ich nichts sagen. Da weiß ich halt nicht, wie es ist. Aber bei Design holen wir noch ein bisschen was raus und bei Werbung. Ja, Werbung wird dann auch noch ein bisschen reinkicken. Diese Internetprobleme, die gehen mir so auf die Nerven. Die ganze Zeit. Und wie lange spiele ich? Ich glaube schon eine Stunde mindestens. Die ganze Zeit keine Probleme. Jetzt will ich ein Video aufnehmen. Internetprobleme. Prima. Also Verbindungsprobleme. Gut. Ja. Muss ich da mal schauen. Nervt. Nervt mich halt, weil das Restaurant war voll und euch nervt es bestimmt auch. Das Restaurant war voll, waren viele Kunden da und jetzt ist natürlich alles, ne, wieder weg. Das Geld behält man dann übrigens nicht, falls die Kunden schon bedient wurden. Das ist halt nervig. Jemand Restaurant, cool. Schöner Name. Ich überlege gerade, eventuell baue ich dann noch für die Dachterrasse. Macht es das Sinn, ein Dach zu bauen? Weiß ich gerade nicht, ne? Dass man so Säulen hochzieht. An manchen Stellen. Oh Leute, das Internet. Wie gut ist es denn? Ja, ihr dürft nicht vergessen, gerade laden auch noch Videos hoch. Ich weiß nicht, habe ich es gerade? Ja, hier. Ihr seht's. Wir laden Videos hoch. Sind bald hochgeladen hier, Teil Dings. Teil 7, Teil 8, Teil 9. Da laden Videos hoch. Was natürlich auch an der Internet, ne, Stärke zieht. Okay, in der nächsten Folge können wir uns hoffentlich die zweite Etage leisten. Und ja. Vielleicht hier, na, beim auf der Toilette würde ich keine Kunst hinmachen. Oder vielleicht doch. So dass man dann, wenn man hier so sitzt, dann, oh, das.
Das aber schön. Also, das muss sein. Gibt es da irgendwie eine Deko? Dekoration. Komm. Irgendeine Kunst, damit, was man sich halt angucken könnte. Bild. Pass auf. Ah, nee, hab ich schon halt einmal. Ne? Na gut. Kunst versagt mal wieder. Regale, nee, Regale nicht, da gibt's nicht genug. Ein Fernseher. Ein Fernseher ist doch gut. Können wir Werbung draufschalten? Gute Idee. Mülleimer geht auch immer. Müll. Mülleimer, Mülleimer muss sein. Ah gut, dann nehmen jetzt halt keine Kunst. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr mich unterstützen wollt und euch halt der Kanal auch gefällt. Danke. Und ja, schreibt mal in die Kommentare Vorschläge für Videos. Beachtet aber, sie sollten kinderfreundlich sein. Und ich werde mich jetzt erstmal ums Internet kümmern. Also klar, ich weiß, woran es liegt, weil Internetverbindung ist prima. Da. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Also ich habe gute Internetverbindung. Aber die Videos, ne? Sind halt 3 Stück. Die müssen halt alle hochgeladen werden. Und ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.